Ja, einen wunderschönen guten Tag allen Borkaider und Borkaiderinnen. Heute habe ich mal die Ehre, hier im Fernsehstudio von Borkaide News TV zu sitzen. Die Jungs haben sich bereit erklärt, heute mit mir mal so ein kurzes Video zu machen. Und zwar möchte ich mal darauf hinweisen, dass die Gemeinde ja schon seit 2019 eigentlich eine Generationenkonferenz geplant hat. Und diese Generationenkonferenz wird nun dieses Jahr am 26. März das erste Mal stattfinden. Hier dazu ist auch ein Plakat, ein paar hängen schon im Ort, ein paar kommen noch dazu. Und angesprochen sind alle Borkaider und Borkaiderinnen, die Interesse haben an der Entwicklung des Ortes, die Projekte vorschlagen wollen, die sich auch so einbringen wollen. In den letzten Jahren war es ja schwierig durch die Corona-Pandemie. War es nicht einfach, diese Konferenz überhaupt zu machen, beziehungsweise war unmöglich. In Vorbereitung der Konferenz hatten wir ja mal im Jahre 2018, 19 eine Umfrage gestartet. Da werden auch noch einige Ergebnisse aus der Umfrage bekannt gegeben. Hat sich ja mittlerweile sicherlich schon wieder vieles geändert und ich möchte alle herzlich dazu einladen, sich zu beteiligen und zu sehen, wie können wir den Ort gestalten, wie kann sich der Ort entwickeln über größere oder kleinere Maßnahmen. Da die ganze Konferenz findet ja am 26. März von 14 bis 17 Uhr in Hans-Grade-Grundschule im Speisesaal statt. Wir haben dafür auch eine Moderation gewonnen, eine professionelle Moderation. Frau Meier vom RAA Brandenburg wird durch die Konferenz führen. Das wird um 14 Uhr beginnen. Es wird so sein, dass wir dort Themen aufnehmen und verschiedene Gruppen sich dort dementsprechend dann finden werden oder können und ihre Projekte dort zusammen entwickeln und dann am Ende des Tages vorzustellen. Und die Gemeinde wird dementsprechend dann die Projekte mitnehmen und schauen, was sich so noch in diesem Jahr oder vielleicht noch in den nächsten 2, 3 Jahren umsetzen lässt. Diese Konferenz ist nicht einmalig, die wird dann jedes Jahr durchgeführt werden und wir haben eigentlich einen festen Termin, jeden letzten Samstag im März eines Jahres, es sei denn, es ist ein Ostersamstag, dann wird es eine Woche vorgezogen. Ja, und nochmals möchte ich alle recht herzlich einladen, sich zu beteiligen, denn je mehr Leute dabei sind, desto mehr kann man auch diskutieren und vielleicht interessante Ideen entwickeln und sich auch verknüpfen und vernetzen. Ja, das soll es dann schon so gewesen sein. Und dann möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bei Lutz und bei Matze bedanken. Die stehen hier im Hintergrund und lächeln gerade so schön. Und wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend bzw. guten Tag nochmal. Und tschüss.